gibt zwei wichtige Perspektiven. Die eine Perspektive ist, dass Private Equity die Spitze des Eisbergs ist. Also eine Form der Unternehmensführung, Unternehmensfinanzierung, in der es eigentlich um Gewinnmaximierung geht. Und das eine ist also, in welchem Verhältnis steht dieser gesetzliche, absolut legitime Anspruch der Gewinnmaximierung zu dem gesetzlich auch verbrieften Recht der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, wirklich gemäß der ärztlichen Berufsordnung und gemäß der ärztlichen Weiterbildungsordnung ausgebildet zu werden. Und dieses Spannungsfeld ist da, das kann man nicht wegtun. Und ich glaube, dass im Krankenhausbereich dieser Konflikt viel virulenter als im ambulanten Bereich ist. Im Krankenhausbereich haben wir heute Weiterbildungsbedingungen, auch die Zufriedenheit mit der Weiterbildung im Krankenhausbereich ist einfach deutlich schlecht. Wir haben eine Erhebung mit dem Berufsverband der Deutschen Internisten 2023 zu dem Thema gemacht und es hat sich eigentlich in einer Längsschnittbeobachtung über etliche Jahre nichts an der Qualität der Weiterbildung getan und das hat sehr viel mit dieser Finanzierungsstruktur der Krankenhäuser zu tun. Im ambulanten Bereich ist die Gründung von MVZs durch Private Equity Unternehmen, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil dort eben Ausbildungskapazitäten geschaffen werden, die aber dann unter den Bedingungen von Private Equity verzogen werden. Insofern glaube ich, ist es kein Nischenthema, sondern ein Thema, mit dem man sich bereits seit Jahren beschäftigt und was immer konflikthaft ist und im ambulanten Bereich wird es konflikthaft werden. Deshalb glaube ich, ist eine nüchterne Betrachtung des Themas ungemein wichtig. Also erstens, es ist legal, es ist politisch gewollt, das habe ich gezeigt in diesen Ausführungen von Herrn Knies. Und Private Equity ist, wie gesagt, die Spitze des Eisbergs investorengetragener Versorgungseinrichtungen im Gesundheitswesen. Und die Schwierigkeit ist, dass wir eigentlich eine Abkopplung von Kapital und dem Versorgungsgegenstand haben. Bei Private Equity ist er am radikalsten, weil ja zwischen dem privaten Geldgeber der höchste Rendite möchte, in der Regel ein Hedgefonds geschaltet ist, der dann den Druck auf das Unternehmen ausübt, die Gewinnerwartung auch wirklich zu erwirtschaften. Und diese Entkopplung sorgt eigentlich zu einer radikalen marktwirtschaftlichen Führung dieser Unternehmen. Das ist aber nur ein gradueller Unterschied zu einem frei gemeinnützigen Krankenhaus oder zu einem von klassischen Investoren getragenen Krankenhaus, weil das eigentliche Grundproblem im DRG-System die Gewinnmaximierung ist. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß sie vollzogen wird und die Frage ist, in welcher Radikalität. Und wie gesagt, es ist legal, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich halte die Polemisierung, Private Equity ist schlecht, für so lange falsch, wie es legal ist. Aber wir müssen uns mit den Folgen, also dieser Radikalisierung der Unternehmensführung auf maximale Gewinnerwirtschaftung unter den Bedingungen der Krankenversorgung und unter den Erwartungen junger Kollegen, gut ausgebildet zu werden, angucken. Und ob das zusammenpasst, muss man halt Fragen haben. Also ich persönlich habe und kann nur jetzt für mich sprechen, nach fast 30 Jahren Medizinmanagement ein sehr ernüchtertes Fazit sehen müssen. Ich glaube, dass sich Daseinsvorsorge und im System der Krankenversorgung, also Krankenhäuser und vertragsärztlicher Bereich in den KVen, betriebswirtschaftliches Denken nicht mit dem Versorgungsauftrag verträgt. Weil wir haben irrationale Potenziale, das haben wir in Corona gesehen, das konnte man nicht betriebswirtschaftlich abbilden. Und wir haben, und das finde ich auch noch sehr wesentlich, es damit zu tun, dass wir gesellschaftliche Grundwidersprüche austarieren müssen. Also man darf Gewinne maximieren, man muss aber adäquat Ärzte ausbilden. Wir wollen Patienten gut versorgen, aber wir müssen das gemäß der ärztlichen Berufsordnung tun, nämlich Interessen Dritter nicht über die Interessen der Patienten zu setzen. Das ist Heilberufekammergesetz, das ist unser gesetzlicher Auftrag. Und ich glaube, dass dieser Widerspruch, der ist das eigentliche Problem und die Frage, ob man das betriebswirtschaftlich lösen kann, die stellt sich mir immer unter der Frage, ob das Gesundheitswesen wirklich effizient sein muss. Also ob wir wirklich im betriebswirtschaftlichen Sinne effizient sein müssen oder ob wir nicht effektiv sein müssen, also gute Patientenversorgung leisten. Und das SGB V legt uns ja drei Grundpflichten auf, nämlich Sparsamkeit, das ethisch vertretbare Maß von Versorgung einzuhalten und Menschlichkeit.
Das sind gesetzliche Vorgaben, die wir erfüllen müssen, wenn wir im SGB V unsere Leistungen erbringen. Und ich glaube, das ist ein sehr zentraler Punkt. Ob sich das mit klassisch betriebswirtschaftlichen Chiffren abbilden lässt, weiß ich nicht. Und meine Klage ist ja eindeutig, dass wir die letzten 40 Jahre in der Krankenhausökonomie und im Medizinmanagement nicht über alternative Betriebsformen nachgedacht haben. Also Stichwort die Anstalt 2.0. Wir brauchen keine alten Anstalten, das geht nicht. Und wir brauchen aber auch keine hochprofitablen, gewinnorientierten Unternehmen. Das verträgt sich genauso wenig. Also was wäre unsere Lösung? Und die haben wir nicht. Wir stehen mit leeren Händen nach 40 Jahren da und müssen sagen, wir merken, dass es nicht funktioniert. Aber wir haben überhaupt keine Lösung. Wir haben keinen Plan B angedacht. Da muss man eigentlich vor Vorurteilen warnen. Ich glaube, es gibt ein großes Problem. Haben Sie hochaktive Weiterbildende und Ärzte in Weiterbildung, dann ist in einigen Unternehmen durchaus die Chance gegeben, dass die Unternehmensführung eigentlich versteht, das zu fördern als ein sehr großes Potenzial im Unternehmen. Aber man belässt es in der Ärzteschaft. Die Problematik, die ich sehe, und das zeichnet sich jetzt in ersten Bereichen ab, dass man anfängt, klassische Personalentwicklung mit Ärzten in Weiterbildung zu machen. Und das verträgt sich nicht. Es verträgt sich wirklich nicht, weil die Tätigkeit des Arztes ist keine berufliche Tätigkeit. Sie ist eine professionelle Tätigkeit. Also das Austarieren der Widersprüche am irrationalen Gegenstand. Und das lernt der Arzt ja unendlich mühevoll. Wie viel Zuwendung kann er einem Schwerstkranken gewähren, wenn er nicht weiß, wohin mit seiner Arbeit? Welchen Patienten in der Notaufnahme nimmt er auf? Ja, und welchen nicht? Er hat ja dauernd diese Verteilungsentscheidung. Und ich glaube, das ist so ein ganz zentrales Geschehen. Also fördert ein investorengetragenes Unternehmen das neutral, also sieht es die Chance, dann halte ich das für schadlos. Ich halte es für hochgefährlich, wenn auf einmal die Unternehmen Ärzte in der Weiterbildung mit klassischen Personalentwicklungsstrategien belegen. Nebenbei ist es aus meiner Sicht nicht rechtsfähig, weil die Weiterbildung ein hoheitliches Recht der Ärztekammern und der in ihnen tätigen Weiterbildenden und der in ihnen tätigen Ärzte in Weiterbildung ist. Und da würde ich schon eine Nichtpassung sehen, die ich für problematisch halte. Und die sehe ich im Krankenhausbereich selten. Im ambulanten Bereich müssen wir schauen, was passiert, wenn wir mehr Zahlen und auch mehr Erkenntnisse über die Weiterbildung im ambulanten Sektor haben. Da sind wir noch recht blind. Da fangen wir jetzt gerade an, Daten mit den KV'n zu erheben. Also ich glaube, dass es drei Dinge gibt, die mir wichtig wären. Das eine wäre für mich die Qualifikation der Weiterzubildenden und ihnen klarzumachen, dass sie den Gestaltungsraum füllen müssen und dass sie nicht darauf warten müssen, dass das Unternehmen das macht. Das war die eben beschriebene Zweiseitigkeit. Das zweite, was ich für sehr wesentlich halte, ist, dass Ärztinnen und Ärzte begreifen, dass diese Doppelrolle, in der sie stehen, der abhängig arbeitende und weisungsgebundene Arbeitnehmer nach § 611 BGB und der freiberufliche Arzt nach § 1, 4 und 2 in der Berufsordnung der Ärzte, dass er versteht, er ist kein Angestellter, sondern er hat einen Rollenanteil, die heißt Angestellter, muss er seine Arbeit machen, dafür kriegt er Geld. Aber das ärztliche Handeln ist zu trennen vom organisationalen Handeln. Und diese Spannung, die da entsteht, die kriegen wir nicht richtig gehandelt. Also wir haben Rechtsinstitute, die eigentlich eindeutig sind. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber wir trennen sie nicht gut. Und ich glaube, das wäre das zweite Wichtige, dass es eine Trennung dieser beiden Räume gibt. Und dazu müssten sich Unternehmensleitung und Weiterzubildende auf dieser Ebene auch anfangen, auseinanderzusetzen. Was geht die Unternehmensleitung nichts an? Was ist wirklich hoheitlich Ärzte in Weiterbildung und weiterbildender Arzt? Und wo gibt es diese Beziehungen zwischen Personalentwicklung, Unternehmensleitung und der Weiterbildung? Aber das muss immer von den Ärzten ausgehen. Da sehe ich im Moment das Problem, dass es dafür eigentlich wenig gute Modelle gibt und eben auch irgendwann einen Machtkampf. Die sind doch alle angestellt, wir können mit ihnen umgehen wie mit einem normalen Arbeitnehmer. Da muss man immer wieder versuchen klarzumachen, der Arzt ist qua Gesetz kein normaler Arbeitnehmer, weil er keine Weisung entgegennehmen darf.
Und er darf das Interesse des Unternehmens nicht über das Interesse des Patienten stellen. Das ist Gesetz. Wenn er das bricht, macht er sich strafbar. Und das ist mir so wichtig. Also diese Ausgestaltung dieser Spannung, das funktioniert eigentlich nicht. Und das müsste man in Bewegung bringen. Wir machen seit 15 Jahren mit dem BDI das, was wir auch jetzt auf dem Kongress morgen machen werden, also eigentlich die Ausbildung der Weiterbilder. Das ist aber etwas, was jetzt ganz langsam durch die neue Weiterbildungsordnung auch bei den Kammern ankommt, aber aufgrund, man muss immer klar machen, das sind Massenphänomene. Wir reden hier ungefähr über 60.000 weiterzubildende Ärzte und etwa 30.000 weiterbildende Ärzte. Das ist eine große Zahl. Das müssen die Ärztekammern, finde ich, als erstes machen. Die Kassenärztchenvereinigungen widmen sich zurzeit diesem Thema für den ambulanten Bereich und werden das, glaube ich, noch etwas gestaltender machen können, weil sie über Geld verfügen. Und ich glaube, dass der Gesetzgeber sich überlegen muss, wie er die fachärztliche Weiterbildung im SGB V abbildet. Sie ist eigentlich nur für die Allgemeinmedizin adäquat abgebildet. Was Sie übrigens daran sehen, dass die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin eine große Entwicklung genommen hat. Das trägt Früchte. Da passieren mit den Kompetenzzentren allgemeinmedizinische Weiterbildung, mit dem Förderkonzept, mit den Verbundweiterbildungen. Da passiert wirklich was, sowohl in der Qualität wie in der Quantität der Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, da müssen wir uns überlegen, das müssen wir deutlich besser im SGB V, also in den 75er Paragraphen fortfolgende, klären. Und die Politik, habe ich den Eindruck, ziert sich bei dieser Klärung, weil die Klärung Kosten nachziehen wird. Aber ich glaube, das muss man gesetzlich klären. Für den gebietsfachärztlichen Bereich. Im hausärztlichen Bereich wirklich, wenn Sie sich die Zahlen angucken, Zunahme der Prüfungen, mehr Zufriedenheit mit der Ausbildung, deutlich besseres Standing einer ganzen Gruppe. Da ist wirklich was Gutes passiert. Und wir müssten für die gebietsfachärztliche Weiterbildung da nachziehen, brauchen aber dann so ein Rechtsinstitut wie die Allgemeinmedizin.